So Leute, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge City Survival 2 und ja, heute gibt es auch einiges wieder zu erzählen. Ich habe gestreamt und da haben wir natürlich wieder was geschafft und das werde ich gleich zeigen. Auf jeden Fall, ja, gibt es ja noch eine kleine Nachricht von Shadow und zwar hat er sich ein bisschen was genommen. Ist aber auch nicht schlimm, eigentlich kann das behalten, habe ich schon im Stream gesagt. Also da geht es nur um ein bisschen Weizen und so. Davon habe ich ja eigentlich genug und brauche eigentlich auch nicht mehr so viel. Allerdings habe ich jetzt vor, auch noch ein paar Kühe zu züchten, denn, ja, ich möchte tatsächlich oben in meine letzte Etage noch so ein paar Bücherregale stellen, ne, und deswegen bräuchte ich hier ein paar Kühe, und ja, ich möchte das ja zum Beispiel auch in Minecraft-Hack fast genauso machen. Mal sehen, ob ich das dort auch so umsetze. Hier habe ich es aber eigentlich, glaube ich, eher vorgehabt, und deswegen versuche ich hier eben auch die Kühe aktuell so ein bisschen zu vermehren, und ich hoffe, das gelingt mir. Ja, und ansonsten zeige ich jetzt erstmal, was im Stream passiert ist. Und zwar haben wir hier den Zaun ein bisschen weiter gebaut, ne? Sind eigentlich nicht so viel vorangekommen, weil ich dann hauptsächlich nur Holzfarmen war. Und ja, trotzdem haben wir aber ein bisschen was geschafft und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich wollte jetzt noch hier unten drunter so eine ganze ja, Reihe ziehen, wo dann einfach nur so Planken drin sind. Das können wir jetzt gerade mal machen. Außerdem da hinten können wir noch ein paar Zäune platzieren, die ich jetzt noch nicht gesetzt hatte, ne? Und ja, die hole ich mir jetzt vielleicht auch erstmal. Und mal sehen, vielleicht mache ich auf der anderen Seite die Umzäunung noch weiter oder nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, auf jeden Fall habe ich auch ein kleines Thema wieder. Und zwar soll es mal darum gehen, dass das jetzt eben auch der letzte City Survival Stream war tatsächlich, ja. Ja, weil das hat einfach folgenden Grund. Ich habe irgendwie jetzt nicht mehr so viel zu tun in City Survival tatsächlich. Und deswegen wird die Serie auch nicht mehr allzu lange gehen. Ja, die wird dann quasi Anfang November enden hier auf dem Kanal. Und jetzt ist sie eben schon auf Twitch geendet, weil ich mir eben gedacht habe, okay, jetzt kommt bald ein neues Projekt, Minecraft Fun Day, ne? Und da möchte ich jetzt nicht 4 Stream-Projekte haben. Und deswegen habe ich gesagt, ja gut, eins muss weg. Habe erst so überlegt, vielleicht Command Factory. Aber da habe ich eigentlich noch ziemlich viel zu tun in Command Factory. Und weil ich da ja auch nur eine Folge pro Woche hier bringe, werde ich da wahrscheinlich langsamer vorankommen. Und ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie auf jeden Fall Lust auf Command Factory Streams. Keine Ahnung, weil einige Sachen eignen sich einfach dort gut für einen Stream, den man so machen kann. Und deswegen werde ich das so beibehalten, ne? Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, auf die weiteren Streams. Ja, Minecraft Hack wird natürlich auch nicht beendet, ne? Da habe ich natürlich noch viele Sachen vor. Keine Ahnung, da kann man richtig gut streamen mit meinen Projekten, die ich davor habe, mit dem Keller, mit den ganzen Gängesystemen. Da kann es quasi so sein, dass einem nie die Ideen ausgehen, ja? Wer weiß. Und ja, da bin ich mal gespannt. Da muss ich auf jeden Fall auch noch ziemlich viel machen, weil in letzter Zeit war ich da auch ein bisschen faul irgendwie. Ja, mal schauen, werde ich mir auf jeden Fall annehmen. Und ja, dann bleibt natürlich nicht mehr viel übrig. Da ist halt nur noch City Survival, wo wir jetzt zurzeit eh nicht mehr so viel zu tun haben. Und ja, da macht es dann für mich eben am meisten Sinn, das wegzustreichen als Stream-Projekt. Und ja, ist natürlich trotzdem ja, nicht ganz so schön immer so ein Abschied, ne? Keine Ahnung. Da gibt's auf jeden Fall schönere Sachen. Aber, naja, irgendwann muss es eben zu Ende sein. Und ich habe mir überlegt, komm, bevor wir jetzt noch so 5 Streams machen, wo ich eh nicht weiß, was ich tun soll, beende ich das lieber jetzt schon, ne? Wenn es am schönsten ist, sozusagen. Und, ja, da werden wir es auch immer in einer guten Erinnerung behalten, sozusagen, ja. Ich, ja, habe eigentlich auch die Sommerferien noch in guter Erinnerung, wo ich ja auch viel mit City Survival gestreamt habe. Da hat mir das echt viel Spaß gemacht und da hatten wir auch noch sehr viel zu tun mit dem Haus und so. Und, keine Ahnung, das war eigentlich eine echt coole Zeit. Und, immer diese Stream-Fortschritte da zu zeigen, ne, das war eigentlich echt nice. So, weil ich ja vorher auch nur so vorproduzierte Folgen hochgeladen hatte, weil ich im Urlaub war. Und da war es dann so richtig schön, mal so ein bisschen schneller voranzukommen durch die Streams. Und ja, da habe ich ja auch ziemlich oft dann gestreamt auf einmal, was ich vorher nie so gemacht hatte. Und keine Ahnung, das war einfach so richtig was Besonderes für mich.
Und ja, da war eben City Survival ein warte mal, wie heißt das? Ein bedeutender Bestandteil oder so, ne? Und ja, deswegen fand ich das eigentlich ganz cool. Und ja, ich würde mal sagen, da hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt, dieses Projekt. Aber ja, so in letzter Zeit hat man schon gemerkt, ich habe in den Streams nicht mehr so viel zu tun. Ich habe in den Folgen nicht mehr so viel zu tun. Ja, und ich möchte das Projekt jetzt noch so ein bisschen ausklingen lassen. Und natürlich hier oben noch ein bisschen die Etage einrichten, das ist noch so mein Ziel. Also das Haus komplett fertigstellen. Aber mehr mache ich jetzt nicht mehr. Also von wegen Commands, Quatsch, Advancements oder so, da mache ich jetzt nichts mehr, was ich ja eventuell vorhatte. Weil, keine Ahnung, das ist irgendwie viel zu viel. Und das werde ich auch nochmal in meinem Let's Play ansprechen. In der Folge. Und ja, seid da auf jeden Fall gespannt. Mit den Advancements und so, was ich da noch so zu sagen habe. Und ja, ich kann ja schon mal ein bisschen Zuckerrohr farmen, weil das hatte ich mir hier oben aufgestellt, hier hinten. Und das ist ja für die Bücherregale später. Ist natürlich noch nicht gewachsen. Ja, geil, ey. Toll. Ja, es kommt davon, wenn keiner mehr auf dem Server spielt und das Zeug nicht in den Spawn-Chunks steht. Ist natürlich wieder geil. Ja. Dann müssen wir eben noch ein bisschen warten mit dem Zuckerrohr. Ich weiß noch nicht, gibt es noch irgendwo anders vielleicht welches, was ich mir holen kann? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann ich ja aus einer Kiste was klauen. Das ist so das Einzige, was mir einfällt erstmal. Ich guck mal ein bisschen rum. Vielleicht da hinten an dem See ist was nachgewachsen. Was ich aber auch nicht glaube, weil da habe ich es abgeerntet. Und ja, keine Ahnung. Oh, da ist ja noch welches. Und hier ist auch nachgewachsen. Ja komm, ich nehme es mal mit. So, auf jeden Fall. Ja, was wollte ich noch so erzählen? Zu City Survival. Ach so, ich nehme übrigens heute auch wieder ziemlich aktuell auf. Also nur 5 Tage im Voraus diese Folge. Das ist eine der aktuellsten Folgen, die ihr so zu Gesicht bekommen werdet. Ja, und hier, sowas stört mich eigentlich. Das mache ich mal zu. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie heute hat sich's mal ergeben, dass die Folge so frisch noch ist, sozusagen. Wie aus dem Backofen. Und ja, das wird aber natürlich nicht öfter so vorkommen, weil ich jetzt auch vorhabe, die nächsten Tage wieder mehr City Survival aufzunehmen, um einen gesunden Puffer zu haben, ja. Was immer so mein Ziel ist, ne. Ja, und dann gucken wir mal. Da haben wir schon mal ein bisschen wieder jetzt, das ist schon mal gut. Holz brauchen wir ja auch noch, ne. Vielleicht kann ich ja hier ein bisschen was farmen gleich. Ich guck mal. Dann nehme ich mir mal kurz was mit. Und da kann ich den eigentlich auch gleich nachpflanzen. So, ja, einfach für die Bücherregale ein bisschen Holz holen. Und ich weiß noch, hier hatte ich am Anfang Holz geholt, ne? Stimmt. Das hat mich nämlich ein bisschen erinnert an Minecraft Detect 2 hier, die Gegend. Und ja, keine Ahnung. Da hatte ich am Anfang in einem der ersten Streams auch hier schön Holz gefarmt. Das war eine coole Zeit, muss ich sagen. Also, habe ich ja eben schon erwähnt alles oder angesprochen, dass ich da wirklich, ja, eigentlich mit einem lachenden Auge zurückblicke, oder wie sagt man das, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja. So. Also City Survival 2 zu streamen hat mir auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß gemacht als Staffel 1. Das kann man definitiv sagen. Bei Staffel 1 hatte ich irgendwie so nicht so richtig Bock, weil da war schon so die Luft raus aus dem Projekt, als ich dann noch angefangen habe, das zu streamen und keine Ahnung. Das habe ich halt nur so nebenbei gemacht, um was zu schaffen, so. Aber ja, so richtig aktiv war ich da jetzt nicht. Da war das hier schon ganz anders, wo ich ja auch teilweise eine Stunde gestreamt habe. Und Alter, wie schnell ging das? Ja. Auf jeden Fall, was ich noch kurz sagen wollte. Freitags werden jetzt keine längeren Folgen mehr kommen. Ich habe es letzte Woche mal wieder vermasselt. Wie schon irgendwie davor, ne? Da habe ich es auch vergessen gehabt, eine längere Folge zu machen, und ich denke mal, ich werde das jetzt komplett lassen. Zumindest bei City Survival. Bei Minecraft Attack ergibt sich sowieso immer mal eine längere Folge. Vor allem in den Together-Aufnahmen mit anderen Leuten. Denn, ja, keine Ahnung, da finden wir mal kein Ende irgendwie. Und, ja, manchmal lag es sogar an mir, aber meistens liegt es an den anderen. Okay. Ja, und deswegen werden die Minecraft-Tech-Folgen wahrscheinlich ein bisschen länger sein.
Ist ja auch gut so, wenn die eh nur zweimal die Woche kommen, was für Minecraft Tech ja wirklich wenig ist. Aber, ja, ich denke mal, das ist so besser, weil City Survival 15 Minuten, ich weiß nicht, da habe ich jetzt auch nicht so viel Bock drauf. 10 Minuten ist irgendwie cooler so, ne? Finde ich besser. Ist ein bisschen knackiger auch, so die Folgenlänge, keine Ahnung. Weil bei 15 Minuten, da weiß ich auch manchmal nicht, was soll ich noch die letzten 5 Minuten machen. Das ist irgendwie ein bisschen viel. Ja, also ich habe wirklich wenig zu tun in City Survival irgendwie in letzter Zeit. Naja. Am Ende wird es auf jeden Fall nochmal so ein kleines Fazit von mir geben. Da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Und ja, dann würde ich sagen, ich kann ja mal hier so ein kleines Thumbnail noch machen. Und dann, ja, sehen wir uns später wieder. Hier mit dem decayenden Laub sozusagen. Okay, und tschüss.